Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Guten Morgen alle zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Katja und ich starte einen neuen Vlog. Ich bin gerade aufgestanden, ich gehe jetzt ins Bad, mache mich fertig, mache mir Frühstück und dann wartet eine große Aufgabe auf uns. Und zwar würde ich gerne, ich habe beim Shein so ein Band bestellt und dieser Band ist so ein Klebeband, damit kann man Sachen ändern, kürzen sozusagen, ohne die Nähmaschine, also so umnähen. Ne? Ich zeige euch ganz kurz dieses Band. Das ist bei mir hier oben in dieser wunderbaren Kiste. So schaut es aus. Ich habe es schon ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Und wenn ihr unsere Gardinen kennt, ist weit über dem Boden. Ne? Und das gefällt mir gar nicht mehr. Ich möchte das gar nicht mehr. Wir wollen allgemein die Gardinen ersetzen. Also wir wollen andere, wenn wir jetzt im Wohnzimmer irgendwann bis Ende des Jahres anfangen zu renovieren, umzugestalten, dann werden wir auch die Gardinen ersetzen. Aber das dauert ja noch und vielleicht kommen die Gardinen nicht als erstes dran und ich würde sie gerne so kürzen, dass sie den Boden nicht berühren, so ungefähr mit der Heizung unten aufhören, sodass wenn unser Staubsaugerroboter läuft, wir das nicht permanent so hochheben müssen. Ich habe es jetzt hochgehoben, weil ich es unten sauber gemacht habe und ich wollte nicht, dass das alles unten jetzt liegt. So, hier habe ich das Fenster aufgemacht, deswegen liegt das auch hier. Genau, so. Und das ist echt nervig mit den Gardinen. Ich werde sie jetzt abmachen, dann waschen. Wenn die Waschmaschine fertig ist, die jetzt läuft, gefühlt wasche ich nur noch. Und bügeln muss ich auch noch. Aber die Kleidung muss ich bügeln, die Gardinen bügele ich nicht. Ich wasche sie und hänge sie auf und dann hängen sie sich glatt. Also das funktioniert immer. Das werden wir machen. Und heute, 15 Uhr, habe ich auch noch einen Friseurtermin. Darauf freue ich mich auch schon total. Ich will die Haare aufhellen. Das nervt mich schon. Also ich versuche immer diesen Gelbstich wegzumachen. Und ich glaube, das gelingt mir auch schon. Also es sieht nicht nach Gelb aus. Aber es braucht auf jeden Fall Frische. Jetzt, wo der Urlaub schon so zu sagen vorbei ist, ich habe extra vor dem Urlaub nicht gefärbt, damit im Urlaub Salzwasser und so, es trocknet eh alles aus und sieht nicht mehr so gut aus. Deswegen dachte ich, ich mache das nach dem Strandurlaub, dass ich die Haare mir ein bisschen färbe. Genau. Und schneide, aber ich will die Länge schon behalten, aber das Kaputte soll auf jeden Fall ab. Ne? Also es macht ja gar keinen Sinn, kaputte Spitzen zu behalten, das wird sie abmachen. Ja, ich sehe noch verfaltet aus. Ich gehe jetzt, wie gesagt, ins Bad, mache mich frisch und mache mir Serningi. Das ist mein Drucker, ich drucke mir gerade was. Ich habe mir gestern den Teig sozusagen dafür gemacht. Also Serniki, wer es noch nicht kennt und neu auf meinem Kanal ist, das sind Quark-Taler sozusagen. Da kommt nur ein bisschen Grieß rein. Tvorak, russische Frischkäse sozusagen, körniger Frischkäse, aber da ist nicht so viel Feuchtigkeit drin. Und ein Ei und dann könnt ihr entweder Zucker reinmachen, es lassen, ganz wenig reinmachen. Nicht süß, also mit salzig könnt ihr das auch essen. Ja, das werde ich mir jetzt machen, aber ich habe jetzt die ganze Packung gemacht. Das ist aber für 2 Tage, da Vicky nicht da ist, esse ich das allein. Und das heißt, ich kann jetzt heute und morgen die essen. Bereite mir die dann frisch zu. Und damit ich beim Friseur zumindest nach irgendwas aussehe, habe ich mir die Haare hier so eingewickelt. Natürlich, die wäscht sie mir, aber ich will trotzdem adäquat dort ankommen. Also die hat mir letztes Mal schon gesagt, dass ich die Haare davor auf gar keinen Fall waschen soll, weil wenn man sie wäscht, hält die Farbe anscheinend nicht so gut. Und ich habe es die letzten paar Male komplett vergessen, immer die Haare frisch gewaschen, weil ich denke mir, wer will schon im dreckigen Haar wühlen? Dieses Mal habe ich es nicht gemacht, aber damit ich trotzdem dort irgendwie wie so ein Mensch ankomme, habe ich mir jetzt diese Wickler, wie nennt man das, Wickelband
gemacht, habe die Haare ein bisschen feucht gesprüht und das drumherum gewickelt. Solange ich die Gardinen mache, kann das wirken. Und ich habe mir dann meine Wimpern jetzt mit Farbe, upsi, ja genau, seht ihr, mit Farbe beschmiert. Ich hoffe, das wirkt so ein bisschen ein, dann nehme ich es ab. Dann muss ich mich nämlich auch kaum schminken. Das ist auch perfekt. So, dann los geht's, Frühstück machen. Ich weiß gar nicht, welcher Teufel mich geritten hat, als wir die Gardinen so lange bestellt haben. Tatsächlich war das eine Fehlmessung unsererseits, glaube ich. Wir dachten, wir brauchen die Länge, haben das so bestellt, dann hat Vickys Mama uns die unten zugenäht, also so den Saum genäht. Wir haben sie aufgehängt und festgestellt, es ist zu lang. Und dann, nachdem sie stundenlang da gesessen hat und das genäht hat, hat sich keiner mehr getraut, ihr zu sagen, ups, wir haben sie zu lang gekauft. Und dann blieben sie so und wir haben uns eingeredet, dass das wunderschön ist. Aber wunderschön war es nicht. Es war eher nervig und stressig. Unten sammelt sich einfach immer Staub. Ne? Also es sammelt sich allgemein Staub, aber wenn die Gardinen unten auf dem Boden liegen, also da sammelt sich einfach nur noch Staub. Das ist ein Staubwedel. Und wenn du die Gardine einmal ziehst, was machst du dann? Dann ziehst du den Staub immer hin und her und wedelst den herum. Und seitdem wir den Staubsaugerroboter haben, haben wir dann nochmal so einen Ticken mehr Aufmerksamkeit darauf, weil wir die Gardinen ja hochheben müssen, sonst verfängt er sich da drin. Ja, also habe ich vor einiger Zeit mir beim Shein dieses Band bestellt. Ich habe es einfach per Zufall entdeckt, weil ja, ich habe eine Nähmaschine, ja, ich kann nähen, aber das traue ich mich tatsächlich nicht, weil das ist schon so ein bisschen mehr können, glaube ich, gefragt. Aber mit diesem Band dachte ich, warum denn nicht? Also schief bügeln kann man ja nicht so, ne? Vor allem, da kann ich mir Sachen nehmen wie Nadeln und das alles abstecken und dann bügeln. Wobei, sehr viel Mühe habe ich mir tatsächlich auch nicht gegeben, weil in Aussicht stehen ja neue Gardinen. Im Endeffekt war das easy, total easy. Ich habe mich nur bei den Gardinen im Wohnzimmer etwas vertan, weil ich dachte irgendwie, dass die alle gleich lang sind und ich habe genauso ein Stück abgeschnitten und hochgebügelt wie im Schlafzimmer. Dann habe ich festgestellt, dass das nicht stimmt, dass die wohl verschieden lang sind und im Arbeitszimmer habe ich dann wieder abgemessen und da ist es wunderbar. Und schaut, wie es direkt viel ordentlicher und gepflegter aussieht. Also das ganze Zimmer wirkt anders, finde ich. Ich habe mich jetzt schon angezogen. Ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Ich habe jetzt diese breite Hose angezogen und dieses Oberteil, weil 22 Grad, ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt nicht, irgendwie ein Kleid anzuziehen. Am Ende friere ich noch. Wobei beim Friseur, wenn sie föhnt, wahrscheinlich eher weniger. Mit den Gardinen bin ich fertig. Ich habe überall gut gekürzt, nur im Wohnzimmer ist es ein bisschen kürzer geworden, als ich wollte, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Da wird ja sowieso als erstes dann die neue Gardine kommen. Ich zeige es euch dann, wenn ich vom Friseur zurückgekommen bin, wie es im Wohnzimmer und im Lesearbeitsschminkzimmer geworden ist, ja. Weil jetzt habe ich nicht mehr allzu viel Zeit. Ich muss jetzt eigentlich auch schon loslaufen. Ich habe wieder diese Ohrringe von mein.sterling rausgeholt mit der Kette. Das ist, ich liebe dieses Symbol hier einfach. Das ist so, so schön. Richtig schön. Ich weiß gar nicht, ob da mein Promocode noch gültig ist. Wenn ich dran denke, schreibe ich es euch unten drunter. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne dort vorbeischauen und euch die Sachen anschauen. Also ich bin mit den Produkten bis jetzt immer zufrieden gewesen. Ja. Achso, die Haare, die machen wir jetzt auf und dann gucken wir, was daraus geworden ist. Also das ist das Ergebnis. Ich glaube, das ist auf jeden Fall besser als das, was ich heute Morgen hatte. Und dafür, dass ich fettige Haare habe, ich habe sie, wartet mal, vor 3 Tagen das letzte Mal gewaschen. Also heute wäre der 3. Tag rein theoretisch. Ich wollte sie gestern Abend waschen. Also ich wasche jeden 2. Tag normalerweise die Haare. Aber naja, weil sie mir gesagt hat, ich soll es nicht tun, habe ich es auch nicht getan. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ansehnlicher und ich bin in 5 Minuten dort, also es fühlt sich echt nicht mehr gut an, so am Haaransatz. Also ich finde es schon ein bisschen eklig. Naja, gut, sie meint so, also komme ich jetzt so.
Hoppala, ein schönes, kühles Blond ist da. Die Haare etwas geschnitten, aber nur die Spitzen, damit das kaputte abgeht. Jetzt gehe ich nach Hause, mache ein Foto für die Wiki, damit ich hier die Haare zeigen kann. Schaut, super gut, ne? Das kriege ich zu Hause auf gar keinen Fall selber hin. Deswegen, da geht es ab zum Friseur. Und außerdem ist es so wie ein bisschen Me-Time, dort zu sitzen. Man wird umsorgt, man kriegt ein Glas Sekt oder Kaffee, Wasser, was du willst. Und die Leute kümmern sich um dich. Und für die, die mich gefragt haben, ich gehe ungefähr so zweimal im Jahr, um mir Strähnen zu machen. Und jeden dritten, vierten Monat zum Tönen. Und ich habe mir jetzt schon einen Termin gemacht. In 3 Monaten gehe ich nochmal zum Tönen. Mitte Oktober oder so habe ich mir den Termin gemacht. Und dann vor Neujahr nochmal schneiden und die Strähnen machen. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben 6.30 Uhr. Ich bin wach und gehe gleich zum Yoga. Es ist so schön, so früh aufzuwachen im Urlaub und den Tag vor sich zu haben. Ich wollte das mit euch teilen. Und was ich noch mit euch teilen wollte, ich habe im Bad jetzt die Kerze hingestellt, die ganze Zeit im Schlafzimmer auf der Fensterbank stand. Und das ist so schön, wie es jetzt aussieht, wenn man hier ins dunkle Zimmer noch reinkommt. Hier haben wir sowieso so eine kleine Lichterkette immer, aber die leuchtet nur nachts. Die mache ich gleich aus. Und jetzt habe ich die Kerze hingestellt. Das ist so schön, wenn man dann zwischendrin irgendwie noch im Dunkeln ins Bad geht. Ich finde es wunderschön. Nun gut, ich mache mich jetzt fertig und gehe zum Yoga und danach sehen wir uns bestimmt. Ich bin vom Yoga zurück und ich wollte nur kurz zum Lidl nach dem Yoga, um mir ein paar Früchte zu kaufen. Insgesamt habe ich jetzt auf 33 Euro Früchte, glaube ich, gekauft und ein bisschen Gemüse. Ich zeige euch jetzt, was ich eingekauft habe. Ich habe so ein Tütchen Trauben gekauft. Ich habe schon ganz lange keine Trauben gegessen. Ich glaube, das letzte Mal vor dem Urlaub haben wir Trauben gekauft. Im Urlaub bin ich mir noch nicht mehr sicher, ob ich Trauben gegessen habe. Ich glaube nicht. Dann gibt es immer noch diese Zuckeraprikosen. Die fand ich super lecker das letzte Mal, als wir sie gekauft haben. Sowohl beim Penny als beim Lidl. Also apropos, ich war beim Lidl einkaufen. Und deswegen kamen sie gerade mit, damit ich die... Ich vernasche sowas ganz schnell. Also es lebt nicht lang. Dann habe ich 2 Bananen mitgenommen. Ich esse eigentlich nicht so viel Bananen, aber... wer weiß, vielleicht kriege ich Lust darauf. Dann habe ich Datteltomaten, also Dattel-Cherry-Tomaten gekauft für meinen Salat. Der Salat lebt immer noch, also ich muss immer noch essen, diese eine Schale, die ich letztens gekauft habe. Dann habe ich 2 Birnen mitgenommen. Ups, und da ist die. Da sind meine Pfirsiche kaputt. Ich habe, glaube ich, was drauf gedrückt. Ja. Pfirsiche habe ich mitgenommen und 2 Birnen. Irgendwo ist die zweite. Da, 2 Birnen. Weil ich möchte gerne versuchen, die Birnen im Kossori zu garen. Weil, kennt ihr so eine Süßspeise daraus zu machen, die zu backen? Mit Honig und mit Nüssen. Und zu diesem Zweck habe ich auch diesen Joghurt genommen. Statt Schlagsahne mache ich mir Joghurt dann drüber. Den habe ich deswegen mitgenommen. Und gerade ist mir eingefallen, das kann man ja auch nämlich mit Pfirsichen machen, ne? Mit Honig und auch mit Feta-Käse oder so. Wird es bestimmt ganz lecker schmecken. Dann habe ich Eier mitgenommen, 6 Stück. Ich wollte die größere Packung davon, aber die war leider komplett zerstört und es gab nur eine. Obwohl wir morgens früh haben, 9.30 Uhr. Vielleicht haben sie noch die ganzen nicht ausgepackt, aber deswegen habe ich die kleine mitgenommen. 1 Zitrone. Dann habe ich mir 2 Feigen mitgenommen. Ich musste sie jetzt im Beutel mitnehmen, weil sonst wären sie hier überall rumgeflogen. Ja, dann habe ich mir rote Beete mitgenommen. Solange Vicky nicht da ist, wage ich mich jetzt trotzdem an die Saftmaschine und mache mir rote Beete und Karottensaft. Ich trinke so gerne rote Beetesaft und ich trinke furchtbar gerne Karottensaft. Und das mixe ich mir jetzt mit der Zitrone. Ingwer haben wir auch noch da. Dann mache ich mir eine Art gesunden Smoothie jetzt. Zahnbürsten, wenn die Vicky zurückkommt. Wir haben zwar die elektrischen, aber Vicky hat immer noch gerne so eine da. Mir reicht die elektrische, aber Vicky braucht noch so eine dazu. Deswegen habe ich ihr das gerade gekauft, wenn sie zurückkommt. Aber es dauert noch.
Königin Frischkäse. Dann habe ich so einen Dillkräutermix gekauft. Es gab eins von Knorr und dann habe ich nach hinten geschaut und die haben auch so Döschen. Da ist so viel Salz drin. Also in dem hier, in dieser, die Nachmacht brennt sozusagen, ist viel weniger Salz drin. In dem anderen ist unfassbar viel Salz drin. Deswegen habe ich das da mitgenommen. Und das Doppelte, wenn wir jetzt darüber reden. Dann habe ich mir so einen Fisch gekauft, den würde ich mir gerne zubereiten und auf den Salat legen, damit ich ein bisschen Proteine und Eiweiße irgendwie, Proteine sind da wahrscheinlich nicht drin, aber Eiweiß ist da auf jeden Fall drin, zu mir nehme. Ich merke, es fehlt mir. Und einmal so ein kleines Päckchen Knobi. Ich habe letztens doch den Kürbis gekauft und ich wollte mir eine Kürbis-Cremesuppe mit Kokosmilch machen. Aber die mache ich wahrscheinlich, bevor Vicky kommt. Ja, bevor Vicky kommt, mache ich mir die Kürbissuppe. Und jetzt, damit ich den Salat auch aufesse, den Lachs. So, das ist der gesamte Einkauf. Ich verräume das und dann mache ich mir den Smoothie und werde frühstücken. Es ist ja noch der Teig von gestern für die Sirniki da. Ach so, ich habe euch natürlich noch nicht die Gardinen im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer verfilmt. Das mache ich auf jeden Fall noch in diesem Video. Und schaut mal, wie cool die Haarfarbe ist, ne? Das ist doch spitze. Ich finde das super. Mir gefällt das total. Und genau das will ich immer haben. Ich mag dieses Orangene nicht. Ich mag das nicht an mir. Ich finde, das sieht immer so, ja, ich weiß es nicht, nicht gut aus. Mir steht es auf gar keinen Fall. Und ich mag dieses kühle Blond, dieses Silber, wo man aber tatsächlich so ein bisschen aufpassen muss, dass man dann nicht so einen Oma-Style bekommt. Das, was hier so ein bisschen durchschimmert, das ist meine Naturhaarfarbe. Die hat so ein bisschen Kastanienstich, ne? Und die Frage war natürlich, ob ich meine Haarfarbe komplett färbe und sie dann so Strähnen sozusagen dazu macht. Oder ob wir meine Naturhaarfarbe belassen und dann das sind so silberne Strähnen machen. Und ich war eher für die Naturhaarfarbe da lassen, weil sie hat es mir auch empfohlen. Weil sie hat gemeint, okay, wir färben jetzt deine Haare in einen kühleren Ton und dann wächst es aber raus. Und dein natürlicher Ton ist halt warm, ne? Und der wächst hier raus, dann hast du rausgewachsenen warmen Ton, dann hast du das gefärbte hellere, also Kastanie, das gefärbte hellere und dann die Strähnen. Ich werde dann wie ein Dalmatiner aussehen, das wollte ich auf gar keinen Fall und sie hat mir auch davon abgeraten. Das ist der Grund, warum ich zum Friseur gehe. Ich lasse mich immer sehr, sehr gerne beraten und ja, das ist mir das Geld wert. Es ist mir auf jeden Fall das Geld wert, Mädels, weil die Haare, wenn wir die zerstören, wie kriege ich die wieder zusammen? Die kriege ich dann 100 Jahre nicht zusammen. Und ich glaube, die Experimente habe ich das letzte Mal mit 18, 19 gemacht. Danach habe ich es mir nie wieder gemacht. Vor allem, nachdem ich gesehen habe, wie meine Schwester ihre Haare verbrannt hat. Und plötzlich aus blond wollte sie sich braun färben, wurde grün. Und ich dachte, mein Gott, das darf mir nie passieren. Meine Schwester ist zwar jünger als ich, aber sie hat die Erfahrung als erstes gemacht. Und ich habe gesagt, das wird mir niemals passieren, ich gehe zum Friseur. Und alle meine Haarfarben, seitdem, mache ich immer beim Friseur. Ich kann mir mal selber so die Spitzen schneiden, aber das passiert eher selten. Also ich mache es nicht selber, ich frage dann die Vicky, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass ich das mache. Nur wenn ich keinen Termin kriege und es mich so dermaßen stört. Aber an sich, ja. Wie macht ihr das denn? Geht ihr zum Friseur oder macht ihr alles zu Hause? Also Vicky lässt sich die Haare von mir zu Hause färben, obwohl ich ihr immer wieder sage, geh zum Friseur, das sind professionelle Farben, das sind Professionalisten. Du musst dir nur jemanden finden, der gut ist, dem du vertraust, weil nicht jeder Friseur kann mit jedem Haar umgehen. Das ist tatsächlich so, so ist es überall und du musst deinen Spezialisten finden. Meine Friseurin gefällt ihr nicht, sie war da, aber ich bin vollkommen zufrieden. Ne? Also so kann man sich ja, unterschiedlicher Meinung sein. Also Vicky war auch bei meiner Friseurin und sie ist nicht zufrieden. Aber Vicky hat auch eine komplett andere Haarstruktur. Vielleicht kann meine Friseurin die Wünsche von Vicky nicht so befriedigen, wie sie jetzt meine befriedigt. Vicky war dagegen aber bei einer türkischen Friseurin und da war sie eher zufrieden. Vicky hat viel dickeres Haar. Okay, jetzt quatsche ich wieder ganz lang. Ja, Gardinen zeige ich euch auf jeden Fall. Thank you.
Und jetzt zeige ich euch, wie es im Wohnzimmer geworden ist und was ich meine mit ein bisschen zu kurz. So, ich gehe jetzt in die Knie und seht ihr, man sieht den Heizkörper. Und das wollte ich nicht. Ich habe das tatsächlich genauso abgemessen wie hier im Schlafzimmer. Aber irgendwie haben die Maße hier nicht gestimmt und ja, das wollte ich nicht. So, ich wollte, dass die Gardine bündig mit dem Heizkörper unten schließt, dass man ihn gar nicht sieht. Aber naja, jetzt ist es halt so geworden bei beiden, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass die Längen unterschiedlich sind. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir alle Längen gleich bestellt haben. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir nichts mehr unten aufheben müssen an Gardinen. Und die werden auch nicht so schnell schmutzig da unten. Und Saki saugt sie nicht ein. Und wir gehen weiter ins Arbeitszimmer. So, hier sieht es auch so aus. Also hier habe ich es dann wieder abgemessen, habe sie wieder aufgehängt, mein Bügelbrett hier hingetragen, so wie im Schlafzimmer habe ich es gemacht. Also es ist etwas umständlich. Ich dachte, ich mache es mir jetzt einfacher dort im Wohnzimmer. Aber naja, hier ist es wieder gut geworden. Ich finde es spitze. Jetzt kommt auch ein bisschen Licht rein. Schaut mal, dieses Lichtspiel da unten finde ich voll schön. Super. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit und das Ding kann ich euch tatsächlich empfehlen. Wenn ich es nochmal finde irgendwie, den Link, dann lasse ich ihn da. Vielleicht braucht es ja jemand von euch noch. Also seht ihr, das sieht wirklich gut aus. Man kann das natürlich nochmal einen Ticken ordentlicher machen als ich und zweimal umschlagen, sodass das Geschnittene komplett innen drin steckt. Aber so viel Arbeit wollte ich mir nicht machen. Ich sehe da unten noch ein paar Fäden liegen. Da muss ich mal nochmal durchwischen, durchsaugen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber ansonsten bin ich voll zufrieden. Leute, draußen regnet es. Es ist also, die geben zwar 26 Grad irgendwie, aber jetzt hat der Regen wieder aufgehört. Aber es hat die ganze Zeit bei uns getröpfelt und geregnet. Das kann man jetzt nicht erkennen. Vielleicht nur, dass der Boden ein bisschen feuchter aussieht als sonst. Aber ich habe jetzt einen Termin bei meiner Maniküristin und Pediküristin. Und ich bin voll am Zweifeln, was ich jetzt anziehe. Ich habe mir jetzt was hier vorbereitet, das zeige ich euch. Ich dachte vielleicht so ein T-Shirt und diese Hose ziehe ich an von Only. Ohrringe habe ich mir vorbereitet, ein Gürtel. Meine Tasche ist auch braun, deswegen passt das. Und dann habe ich hier so ein Cardigan. Ich glaube, den habe ich bei Ernstings Family gekauft. Der ist auch schon etwas älter, damit ich ein bisschen Farbe da rein bekomme. Ja, ich ziehe mich mal um und dann geht's los zu Maniküre und Pediküre. Und apropos Maniküre und Pediküre, ich habe hier noch so ein Schreiben von der lieben Xenia. Ich habe bei ihr bei der Verlosung mitgemacht und habe den Gutschein gewonnen. Den nehme ich nämlich mit. Ich fahre ein bisschen früher los und ich hoffe, die Bahnen fahren so, wie ich denke. Dann habe ich ein bisschen Zeit, zum DM reinzugehen. Xenia, vielen Dank an dich. Ich freue mich, das jetzt zu benutzen. Wer von euch Xenia nicht kennt, ich lasse ihr Account unten drunter in der Beschreibung. Sie hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Die schaue ich auch regelmäßig und ja, schaut bei ihr gerne vorbei. Vielen Dank, Xenia, nochmal. So schnell ist mein Everyday Make-up eigentlich fertig und diesen Tint trage ich tatsächlich mit den Händen auf und Make-up
normalerweise, also trage ich mit einem Beauty-Schwamm auf. Aber dieser Tint, das ist wie Creme, das ist wie Sonnencreme. Das mit dem Beauty Blender aufzutragen, wäre wahrscheinlich schwachsinnig, weil der Beauty Blender würde einfach die Hälfte aufsaugen, so wie es auch mit Make-up passiert. Nur bei Make-up sind meine Hände ganz schmutzig. Und hier, ja, also ich wasche sie immer zwar danach, aber da ist jetzt keine Farbe oder so an den Händen dran. Gut, ich nehme jetzt meine Tasche und ich gucke, inwieweit ich euch draußen mitnehme. Im Zweifel filme ich euch nur das. Hat sich nicht gut verteilt. Filme ich euch nur das ab, was ich gekauft habe, und zeige euch dann meine Nägel, wie die geworden sind. Und da ist schon mein Maniküre. Meine Hände sind jetzt ein bisschen feucht. Ich habe Hände gewaschen, nachdem ich jetzt von der Straße nach Hause gekommen bin. Mein Pediküre ist in derselben Farbe. Ich habe sie gebeten, meine Nägel extra zu kürzen. Ich wollte sie nicht lang haben. Das ist total bequem. Tatsächlich, und sie wachsen eh ganz schnell nach. So schaut mein Pediküre aus. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für alle appetitlich ist, meine Füße zu sehen. Aber naja. Ich zeige es euch kurz. Wenn ich gucken mache, guckt einfach weg. Dann war ich auch noch beim Rewe und beim DM. Beim DM wegen dem Gutschein, den ich von der Xenia hatte. Die Tasche stelle ich mal kurz hier rüber. Ich kann dann hier stehen. Und ich zeige euch, was ich gekauft habe beim Rewe und beim DM. Beim DM musste ich noch 10 Euro dazu zahlen. Aber ja, ich habe mir dieses Shampoo mitgenommen. Also ich benutze das aktuell und es ist wirklich gut. Und schaut mal auf die Zusammensetzung. Hier ist bei allen anderen, ist auf der zweiten Stelle immer entweder irgendwas Alkohol oder Sodiumlauretsulfate. Und hier ist Aloe, also liest mal selber, bevor ich das jetzt falsch ausspreche, ne? Auf jeden Fall nicht SLS an der zweiten Stelle und kein Alkohol an der zweiten Stelle. Das finde ich schon mal gut. Und ich bin total zufrieden mit diesem Shampoo-Spülung. Habe ich nicht mitgenommen, weil ich davon noch genug habe. Außerdem habe ich noch andere Spülungen. Das habe ich beim Rewe gekauft. Ich wollte doch diese Birnen in, im Airfryer backen. Und habe Honig gebraucht, war deswegen beim Rewe und habe Honig geholt. Und ich habe auch Pekannatnüsse statt Walnüsse. Walnüsse mag ich nicht sonderlich. Beim DM habe ich Kerzen mitgenommen. Und das ist der Honig vom Rewe. Ist es jetzt ein bisschen durcheinander. Aber den hatte ich schon das letzte Mal, nur hatte ich Akazienhonig, glaube ich. Und dieses Mal habe ich Waldblüte mitgenommen. Der ist richtig gut. Und wisst ihr, was ich super finde? Das ist ein Glas, das man abgeben kann. Das finde ich richtig gut. Also ich finde es so schade, dass die ganzen Gläser weggeschmissen werden. Man kann sie doch reinigen und nochmal verwenden. Das ist doch echt doppelte Arbeit, ne? Und das Glas kann zurück. Das hat Pfand. Hier schaut mal, da steht es 15 Cent. Also das alte Gläschen habe ich sauber gemacht und abgegeben. Und das hier kam jetzt mit. Dann habe ich wieder so eine Mundspülung genommen. Unsere ist am Leergehen. Ich habe uns ein Reiniger, Badezimmerreiniger mitgenommen. Das ist so eine Art Konzentrat, aber ich habe die passende Flasche dafür. Das heißt, ich spüle das einfach mit Wasser nach und das, du brauchst weniger Plastik. Ne? Also, weil das Konzentrat ist ja nicht so viel wie eine ganze Flasche Reinigungsmittel. Und mein Cleanser von Garnier ist mir dann jetzt leer gegangen. Ich habe das Video schon für euch abgedreht mit den aufgebrauchten Sachen. Da war es noch nicht leer. Da dachte ich, dass ich das vielleicht eventuell nochmal nachkaufe. Aber ich habe dann dieses hier gesehen und dachte, ich nehme das von Neutrogena mal mit, probiere es aus. Das riecht auf jeden Fall gut. Also ich habe es aufgeschraubt, dran gerochen und bin total gespannt. Da habe ich jetzt zum Beispiel auf die Zusammensetzung nicht so, glaube ich, geachtet. So, aber die Kamera möchte das jetzt auch gar nicht wiedergeben. Das ist Glycerin an der zweiten Stelle, also kein Alkohol, das ist mir immer wichtig. Dann habe ich hier dieses Ding mitgenommen, sowohl für die Augenbrauen als auch für die Babyhaare, die ich habe. Die nerven mich aktuell immer, die stehen in alle Richtungen. Da gab es verschiedene Sachen, da kenne ich mich gar nicht aus. Also ich habe jetzt mal dieses mitgenommen, probiere es aus und bin gespannt, wie das so ist. Dann hat mich das Ding verführt. Also ich bin meistens immer enttäuscht von diesen Produkten. Ich habe schon verschiedene ausprobiert und ich bin immer enttäuscht. Aber irgendwas hat mich da hingezogen, hat gesagt, nimm es, probier es aus. Das ist so ein Selbstbräuner. Ich will jetzt nicht irgendwie Solariumbraun wie eine verbrannte Pflaume rumlaufen, sondern ich dachte nur, um
die wenige Farbe, die ich bekommen habe, ein bisschen am Leben zu halten, dass ich das ab und an benutzen kann. Den Handschuh dazu habe ich zu Hause sowieso schon. Und in ein paar Tagen fahre ich zu meiner Mutter und für sie habe ich diese Pads gekauft. Sie hat irgend, also ich weiß nicht, die Welt ist an meiner Mutter ein bisschen vorbeigegangen, glaube ich. Sie hat sowas noch nie gesehen. Sie hat, wir haben mit ihr so ein Live-Telefonat geführt und ich hatte gerade die Patches, aber ich hatte die, die ich beim Shein bestellt habe, auf den Augen. Und sie hat mich gefragt, was ist denn das, was du da hast, bla bla. Und dann habe ich sie erzählt und sie hat gemeint, sie hat es noch nie probiert, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Anscheinend läuft sie einfach an der Kosmetikabteilung total vorbei, ne? Guck gar nicht hin. Deswegen habe ich jetzt zwei Stück mitgenommen, einmal von Balea und einmal von dieser anderen Marke, die ich jetzt nicht ausspreche. Und schauen wir, ob es ihr gefällt oder nicht. So, das war der komplette Einkauf. Also ich werde jetzt auch noch zum Yoga gehen heute. Ich habe jetzt noch 1,5 Stunden Zeit, bevor ich zum Yoga gehe. Ich warte, dass die Vicky mich anruft aus Bulgarien, weil sie hat da auch ganz viel zu tun und wir müssen uns verabreden zum Telefonieren, weil entweder ich bin irgendwo unterwegs oder sie hat Sachen zu tun. Ja, sie hat gemeint, sie ruft so in ein paar Minuten an. Dann ziehe ich mich jetzt noch ein bisschen um, chill mich auf die Couch, entspanne mich. Und beende an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, freue ich mich immer über ein Like und über ein Herz in den Kommentaren. Und ansonsten, Dankeschön, dass du bis hierhin geschaut hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!